Ja, moin Leute, ich bin zwar wieder euer Sascha und Diana habe ich gerade im Bulli gelassen, die sortiert da irgendwie rum. Ja, wir befinden uns hier auf dem Campingplatz in der Nähe des Meeres und zwar in der Nähe des Ortes Sainte-Maxime de la Mer. Ja, den werden wir uns heute angucken. Das wird ein zweiteiliges Video. Wir werden nur einen Tag hier verbringen, ein bisschen die Sonne genießen, dann soll das Wetter wieder schlechter werden. Und dann fahren wir übers Landesinnere bis zum Atlantik hoch. Wir sind ja jetzt gerade an der Mittelmeerküste. Ja, und zwischendurch haben wir noch einen kleinen Stopp. Den werde ich euch gleich verraten, wenn ich mich um den Bulli verpieselt habe, weil Diana soll das noch nicht wissen. Wir fahren nämlich, erst wollten wir noch Le Cat ansteuern. Das wäre so fast die gleiche Richtung, aber da ist auch kein Wind angesagt. Wir fahren nach Carcassonne und gucken uns da schön die Burg und die Altstadt an. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Das Erste, was uns hier im Ort begegnet, ist natürlich mal wieder ein schöner Markt. Das ist eigentlich immer so, dass wir als Erstes auf die Märkte zusteuern. Diesen finde ich aber sehr angenehm. Der hat zwar auch Kleidungsstücke en masse, aber er bietet auch sehr viele Spezialitäten, Gewürze, ja, Käse, Schinken und schöne Dinge, die man auch einfach mal so zum Einkaufen nehmen kann. Ist alles recht hochpreisig, aber die Qualität ist auch allererste Sahne hier, muss ich echt sagen. Die haben uns eben probieren lassen beim Käse und beim Schinken und wir haben uns dafür ein Stück Käse entschieden. Hammer geil, lecker, da freue ich mich drauf. Ja, wir werden hier mal ein bisschen rumtüdern und dann gucken wir uns mal so ein bisschen den historischen Kern der Stadt an. Ja, wir sind so ein bisschen zum Shoppen hier in die engen Gassen verschwunden. Wir waren gerade eben am Strand, haben noch ein schönes Bierchen getrunken. Ja, shoppen geht immer gut in so kleinen süßen Städtchen. Diana hat sich mal wieder die 27. Kette mit Muscheln und Krebstieren besorgt. Meine Antwort war darauf, eine erneute Mütze zu kaufen, obwohl ich auch schon Tausende habe. Ja, jetzt stehen wir vor diesem schönen historischen Gebäude. Dort oben ist noch eine Terrasse zu besuchen und die werden wir uns da jetzt mal reinziehen. Nachdem wir nicht auf diese Aussichtsplattform oder auf diese Terrasse gekommen sind, weil die eine Stunde Pause gemacht haben, haben wir kurzerhand entschlossen, mal an den Hafen reinzugehen und dort ein bisschen Mools zu essen und ein paar Getränke zu uns zu nehmen. Essen geht hier echt fantastisch. Also die ganze Stadt, ich soll mal sagen, es gibt überall Straßen, wo mächtig viele Restaurants sind. Sehr viel mit Einheimischen, also Fisch und auch der Stier ist hier sehr groß. Am Start kann man hier echt gut essen gehen und sehr gut was trinken und sehr gut die Mittagszeit verbringen. Ja, die Sonne hat zugenommen, die hat mir schon ordentlich auf dem Schädel gebraten. Zum Glück habe ich jetzt die Mütze. Jetzt gehen wir gerade in Richtung Zentrum zurück, um da endlich auf diese Terrasse zu kommen. Und wir sehen hier mal wieder einen Etang im Hintergrund, wo sich ein paar Flamingos drauf tummeln. So, was wir beiden noch rausgefunden haben, ist, dass es auch hier in Frankreich ja, so eine Art Stiertradition gibt, wie auch in Spanien. In Spanien ist es alles ein bisschen blutiger und ein bisschen schrecklich. Hier in Frankreich wird das doch alles eher zur Ehre des Stiers genutzt. Bedeutet, die haben ja auch so eine Arena, wo die dann so Vorführungen mit Stieren stattfinden lassen.
Der kriegt wohl irgendwie eine rote Schleife aufgesetzt, der Stier. Wenn ein Mann das schafft, diese Schleife zu bekommen, dann ist er ein toller Typ. Und das Tier darf wieder ganz gnädig hier durch die Gassen, hier sind auch überall Schilder, dass die Stiere durchstapfen könnten, darf dann der Stier zurück auf die Weide. Ja, und wenn er das nicht schafft, die Schleife zu kriegen, natürlich genauso. Bedeutet zum Tierwohl, alles sehr gut hier. Gefällt mir. Und da ist die Arena. Ja, und da vorne ist die Arena. Shopping geht hier ganz gut in Frankreich, habe ich gerade festgestellt. Diana hat mir ja auch also zu der Mütze nicht ganz überreden müssen, die habe ich ja selber haben wollen. Aber die neuen Juhus passend in der Nuffins-Farbe. Und Diana hat natürlich auch fleißig Gas gegeben zum Shoppen. Ich muss sagen, hier auf der Ecke in Frankreich sprechen die auch ganz gut Deutsch. Sehr merkwürdig, das habe ich sonst in Frankreich noch nie so erlebt. Also Shoppen geht hier gut, Essen geht hier gut, ja, und Strand geht hier auch sehr gut. Und das werden wir uns jetzt als nächstes gönnen. So, wir verlassen jetzt so ein bisschen den historischen Teil. Oh, das klingt da gerade ganz toll. Ja, hier kann man gut shoppen, hier kann man wohl auch ganz gut essen. Wir haben es von der Zeit mal wieder ein bisschen verpeilt. Ja, wir werden uns jetzt einfach mal nach Carcassonne, Stadtkern bewegen, um dort auch ein bisschen shoppen zu gehen. Also sprich Lebensmittel und Co. Ja, und dann werden wir uns zu unserem Stellplatz, ich betone das Wort Stellplatz, zurückbewegen und dort ein bisschen für uns zu kochen.
Ja, während Diana jetzt gerade sich mal wieder in Französisch übt, dort das Wörterbuch, habe ich mich mal in der Küche tätig gemacht. Ja, gibt ein paar schöne Schrimps, da liegen sie. Dann haben wir uns schon mal ein bisschen Brot vorgebacken, schön mit Käse überbacken und der leckeren Wurst, die es hier gibt, und auch den leckeren Käse noch ein bisschen reingeschnitten. Dann habe ich noch mit meinem kleinen Mixer, der ist da vorne zu sehen, ja, eine Creme gemacht aus Knoblauch, Frischkäse, ja, Kräuter der Provence und ein paar anderen Zutaten. Dann werden wir uns das gleich alles schön schmecken lassen. Ja, heute war cool. Heute war geil. Also Carcassonne, gerade dieser Burgencharakter, sage ich mal so, das ist recht groß, hätte ich nicht erwartet. Da sind viele Geschäfte drin. Da kann man sehr gut essen scheinbar. Wir haben es nicht getan, wir werden jetzt essen. Und ja, das hat Spaß gemacht, da einfach mal durch die alten Gassen zu schlendern. Da gab es noch die Möglichkeit, mit Eintritt sich ein bisschen mehr von der Burg anzugucken. Das war sehr unübersichtlich. Es gab 4 verschiedene Varianten, zu verschiedenen Preisen auch und dann auch mal zu Uhrzeiten, die gerade nicht unbedingt passig waren. Haben wir nicht gemacht. Wir haben auch so genug gesehen. Danach sind wir in den Stadtkern von Carcassonne, um ein bisschen einzukaufen. Ja, da war gleich so dieses typische französische Trubeldubel. Alles Einbahnstraßen, richtig eng, also man konnte da, ja, man muss da schon ein bisschen aufpassen mit dem Fahrrad. Also wir haben mehr geschoben als gefahren. Das war ein bisschen tricky. Ansonsten auch eine schöne Stadt, würde ich sagen, wenn man nicht allzu viel davon gesehen. Ja, in dem Sinne, sage ich mal so, Fazit, Carcassonne für einen Tag auf jeden Fall empfehlenswert. Kann man sich gut mal reinziehen. Echt schön. Ja, in dem Sinne verabschiede ich mich aus diesem Video und sage, wie immer am Ende eines Videos, Daumen hoch, abonnieren, kommentieren, Glocke drücken und ciao!